Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Fortnite und den Aufträgen von Woche 8. Dieses Mal füge einem Gegner Schaden zu mit einer Waffe, die du durchs Angeln erhalten hast. Das heißt, wir besorgen uns eine Angel, angeln an Fischspots, die erkennt man ja, an den Fischen und an dem Sprudel im Wasser. Und da können wir halt auch Waffen rauskriegen. Und wenn wir da einen rauskriegen, müssen wir genau mit dieser Waffe einem Gegner Schaden hinzufügen. Ist eigentlich recht einfach. Aber ja, erstmal eine Waffe bekommen, ne? Da fängt es schon an. Und ich würde sagen, dafür gehe ich hier oben ins Anglerparadies. Das befindet sich nämlich da, diese kleine Insel ist das. Da haben wir nämlich haufenweise Angelspots ringsrum und da haben wir die besten Möglichkeiten, eine Waffe rauszuziehen. Natürlich geht das auch bei jeder anderen Stelle, wo man angeln kann, aber da oben haben wir halt die meisten Spots in unmittelbarer Nähe. Und jetzt zeige ich euch noch natürlich noch, wie das Ganze aussehen muss. So Freunde, da sehen wir es. Ich habe jetzt ein super tolles Ranger-Sturmgewehr in Blau aus dem Wasser gezogen. Und damit muss ich einfach nur noch irgendeinem Gegner Schaden zufügen. Und wir sehen uns hier aber noch zweimal Angelstellen. Da hinten müsste auch noch irgendwo, ja genau, da ist auch noch ein. Also hier im Umkreis haben wir echt haufenweise Angelstellen. Das geht hier echt wunderbar. Und ich gehe jetzt auf die Suche nach einem Gegner und mache ihm mit meiner geangelten Waffe Schaden. Und damals gesehen, Freunde, ich habe immer kurz ein Kopfgeld angenommen, damit ich den Gegner auch finde, damit ich weiß, wo er ist. Oh, nette Waffen, Bro. Und nicht so lange suchen muss. Und habe natürlich meine blaue Ranger genommen. Oh, da ist noch wer. Interessant. Und habe dadurch die Aufgabe abgeschlossen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.